Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu unserem Wochenimpuls vom 5. bis zum 11. Juni. Schauen wir uns die Siegel für diese kommende Woche an. So, das erste Siegel, das uns in dieser Woche begleitet, ist Bayonara. Das zweite Siegel für diese Woche ist Anina. Und das dritte Siegel, Ayuna. Wow. Ja, in dieser Woche sind wir mal wieder eingeladen, ganz in unser Zentrum zu gehen und unsere Seele einzuladen, aus ihrer höchsten Bewusstheit heraus zu leben, um dann wirklich im Frieden und mit der Einheit mit allem, was ist, zu sein. Ja, ich habe es mehrfach angesprochen, ich wiederhole mich sehr oft, aber das Göttliche ist nun mal sehr einfach, sehr simpel und man kann das Rad nicht immer wieder von Neuem erfinden. Und wir sind hier auf dieser Erde, um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Wir lösen uns raus aus der Einheit, um uns letzten Endes wieder als dieses Licht zu erfahren. Und es geschieht meistens im menschlichen Leben. Wachstum geschieht durch Schmerz. Ich denke immer wieder so an dieses Lied von den Söhnen Mannheims. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich liebe dieses Lied. Und da gibt es eben diesen einen Song. Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst, sonst reift er nicht. Und leider ist es nun mal so. Ja, wenn alles wirklich immer nur rund läuft, dann sind wir in der Komfortzone, dann ist alles schön und gut. Und dann entwickeln wir uns eben nicht weiter. Und Entwicklung bedeutet, sich eben aus etwas zu entwickeln, aus der Enge in die Weite zu gehen. Und Bayonada, der göttliche Plan, ist das Siegel, das uns eben dabei unterstützt, ist eine Riesenabkürzung, unser Herz zu heilen. Und Herzheilung ist die Abkürzung schlechthin. Wir kennen alle das Chakrensystem. Es gibt so viele unterschiedliche Chakrensysteme. Wir haben wesentlich mehr als 7 oder 12. Und das Herzchakra ist nicht unser Hauptchakra, wir brauchen alle Chakren, aber wir wissen, das hat das Hartmut-Institut schon längst bewiesen, dass von unserem Herz eine weitaus größere magnetische Wirkung ausgeht als von unserem Geist, von unserem Gehirn. Ja, wir sind alle so sehr verstandesgeprägt und unser Verstand versucht ständig zu kontrollieren und alles richtig zu machen und abzuwägen. Und wir versuchen eben auch zu manifestieren, wenn wir uns die geistigen Gesetze, wenn wir uns deren bewusst sind, uns Dinge vorzustellen, zu visualisieren. Aber die magnetische Wirkung unserer Vorstellungskraft, unseres Geistes, unseres Verstandes ist so viel geringer als die von unserem Herzen. Unser Herz hat eine viel, viel größere magnetische Wirkung. Ich kann das jetzt in Zahlen gar nicht sagen. Wenn wir etwas aus Liebe tun, wenn ein Mensch in seiner Präsenz ist, aus seinem Herzen heraus handelt, im Herzen ist, das spüren wir alle. Ja, wir spüren alle, ob ein Lächeln aus dem Herzen herauskommt, ein Wort, Worte, die gesprochen werden, ob die aus dem Herzen herauskommen oder ob sie aus dem Verstand herauskommen. Und das ist so ein Unterschied. Ja, wenn ein Mensch ein Lächeln aufsetzt und etwas Liebevolles sagt, das aber mit seinem Herzen nicht meint, wir spüren das sofort. Und das ist nicht nur, dass wir das spüren, es ist wirklich auch messbar, wie groß wirklich unsere Herzkraft ist, unser Herzmagnet ist. Und ja, viele Menschen verbringen Zeit ihres Lebens damit, wirklich in diese Selbstliebe zu kommen, in diese Herzenergie, sich selbst so sehr zu lieben wie den Rest der Welt. Und das ist uns oft so schwer möglich, weil eben unser Herz verletzt ist. Und unser Herzchakra, jetzt lege ich das Siegel gerade mal wieder weg, ist unser Hauptspeicher für alle unsere Wunden. Das bedeutet, alles, was wir erlebt haben in diesem Leben, in anderen Leben, bewusst, unbewusst, alles, was wir an Gedanken, an Gefühlen,
an Ereignissen gespeichert haben, an Schwüren, Gelübden, an Glaubenssätzen, ist zusammengefasst in unserem Herzchakra abgelegt. Ja, wir haben ja einen physischen Körper, wir haben einen emotionalen Körper, einen mentalen Körper und so weiter. Und der physische Körper speichert natürlich Krankheiten, Schmerz und so weiter ab. Alles, was in unserem physischen Körper ist, ist schon längst in den anderen Auraschichten unseres Seins abgespeichert. Unser emotionaler Körper speichert alle unsere Emotionen, unser mentaler Körper speichert unsere Gedanken und unsere spirituellen Körper speichern sozusagen alle unsere spirituellen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch aus anderen Leben. Ich habe das sehr strukturiert in meinem Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, erklärt, falls du damit nicht so vertraut bist. So, und in unserem Herzchakra ist sozusagen diese Summe der Erfahrungen abgespeichert, die wir aussenden und aufgrund derer wir eben unsere Erfahrungen anziehen. Und wenn unser Herzchakra blockiert ist, und das bedeutet eben nicht nur aufgrund von Liebeskummer, das kennen wir alle, ja, wenn man zwei, dreimal oder auch nur einmal richtig doll verletzt worden ist, dann macht man ganz, ganz schnell sein Herz oder ganz leicht sein Herz zu, ist vorsichtig, hat Schwierigkeiten, sich zu öffnen für eine neue Liebe oder auch für eine neue Freundschaft, weil es bedeutet, okay, unter Umständen, wenn ich mein Herz öffne, werde ich verletzt. Also lasse ich mein Herz besser zu. Und wenn ich mein Herz geschlossen halte, dann ist die, natürlich werde ich dann immer wieder und wieder verletzt. Ich kann mich vielleicht vor etwas abschirmen, aber ich werde nie diese Sehnsucht nach dieser Liebe, nach der ich mich sehne, wirklich erfahren, wenn mein Herz verschlossen ist. Ja, und der Schlüssel ist natürlich auch, ich werde mir selbst diese Liebe nicht geben können, wenn mein Herz für die Liebe generell verschlossen ist, weil, das lehrt uns Ayuna am Ende dieser heutigen Lesung oder dieses heutigen Readings. Es gibt eben nur diese eine Liebe. Ja, und wenn du dich für die Liebe eines anderen Menschen verschließt, dann verschließt du dich für die göttliche Liebe und dann verschließt du dich eben auch für die Selbstliebe. Und das ist natürlich wiederum nicht etwas, was man mit dem Verstand tun kann, sondern was einfach der Heilung bedarf. Und das ist in unserem Herzchakra abgespeichert, ja. Und nicht nur, was die Themen Liebe anbelangt. Und letzten Endes ist Selbstliebe doch der Schlüssel für alles, ja. Wenn ich materiellen Mangel erleide, wenn ich krank bin, dann ist das auf einer ganz, ganz tiefen Ebene ein Nichterlauben von Gesundheit, von Fülle. Und warum? Weil ich nicht glaube, dass ich es verdient habe. Und wenn ich jetzt auf 20 Jahre oder noch mehr Arbeit mit Menschen, tiefe Heilarbeit, unzählige Sessions zurückblicke, dann ist der Urschmerz letztlich immer zusammengefasst im ich bin es nicht wert, geliebt zu sein, ich habe kein Recht auf meinen Platz in diesem Leben oder ich muss eben leisten, um geliebt zu werden. Das ist letztlich immer der, sage ich mal, kollektive Urschmerz, den wir in unterschiedlichen Ausprägungen in uns tragen. Und Bayonada hilft uns eben, diesen tiefen Schmerz, wie er auch immer heißt, in unserem Herzchakra zu heilen. Und Bayonada bedeutet der göttliche Plan, damit wir in die Lage kommen, den göttlichen Plan für unser Leben, wirklich, was wir uns in diesem Leben ausgesucht haben, zu leben. Und der göttliche Plan ist immer Liebe. Und wir sind eben auch so sehr verletzt durch unsere christliche Prägung in dieser unserer Kultur, ja, in der wir eben glauben, ein strafender Gott wacht über uns und schaut, dass wir keine Fehler machen, wie damals war das Abraham oder so, als es diese Geschichte in der Bibel gab, wo Gott, glaube ich, Abraham gezwungen hat, seinen Sohn zu töten, um zu sehen, wie ernst es ihm mit der göttlichen Liebe eben ist, also mit der Liebe zu Gott Vater. Und am Schluss kommt dann raus, glaubst du denn, dass ich von dir verlange, dass du etwas tötest, was du so sehr liebst? Aber das ist einfach diese Schreckensnachricht. Das ist, als ich mein allererstes Channeling bekommen habe von einer wundervollen Frau, hatte ich eine Riesenangst, ich könnte etwas gesagt bekommen, was ich nicht möchte, dass etwas von mir, von der geistigen Welt verlangt wird, was ich eben nicht leisten kann. Und das erlebe ich eben auch, dass viele Menschen diese Angst haben vor einer Botschaft von der geistigen Welt, dass sie etwas gesagt bekommen, was sie nicht hören möchten. Und mein Maßstab seitdem ist immer der, was vom Licht kommt, ist immer Liebe. Und was Angst macht, ist nicht vom Licht. Ganz einfach.
Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Bayonetta hilft dir aber eben, diesen Schmerz aufzulösen. Das Göttliche könnte es nicht gut mit dir meinen. Und eben diesen Schmerz, der dich davon abhält, dein Herz ganz weit zu öffnen für diese Liebe, dass du wirklich alles verdient hast, wonach du dich sehnst. Und vielleicht schaust du mal in dieser Woche ganz spezifisch, wo ist dein Herz noch im Schmerz? Wir sagen so schnell, nein, ich lebe im Herzen, ich bin doch spirituell. Aber wo ist ein Aspekt in dir, der das noch nicht wirklich zulässt? Ja, der noch in dieser Verletzung ist, dass er die Liebe nicht verdient hat. Wo kannst du dein Herz nicht wirklich öffnen für Fülle, für Liebe, wofür auch immer? Wo bist du wirklich vorsichtig? Und das hat nichts mit Schutz zu tun, das hat nichts mit Abgrenzung zu tun. Aber es bedeutet wirklich ein tiefes bei sich sein und aus der Gewissheit, unendlich geliebt zu sein und alles verdient zu haben, eben zu agieren und dann auch Nein zu sprechen, wenn ich Nein meine, oder Ja zu sprechen, aber nicht eine Mauer um mich herum zu bauen, damit ich ja nicht mehr von der Welt verletzt werden kann. Weil Offenheit macht immer verletzbar, aber Verletzung geschieht immer nur dann, wenn ich es zulasse und wenn ich etwas in mir trage, was zulässt, dass ich durch die Tat, durch die Worte eines anderen verletzt werden kann. Ein anderer kann mich nicht verletzen. Es ist immer meine Erlaubnis, ja, diese tiefe Weisheit auch von Ho'oponopono, wenn ich irgendetwas in meinem Feld erkenne, wahrnehme, involviert bin, dann hat es immer etwas mit mir zu tun. Und es gibt keinen Unterschied, das ist wieder der Bezug zu Ayuna, ob das etwas Persönliches, Privates ist, was nur in meinem Leben stattfindet, oder etwas Kollektives, ja, wie eine Pandemie oder eine Naturkatastrophe oder was auch immer. Sobald es in meinem Energiefeld auftaucht, hat es etwas mit mir zu tun. Und zwar insofern, dass ich tief in meinem Unterbewusstsein, in meinem Herzchakra, einen Schmerz gespeichert habe, ein Schmerzprogramm gespeichert habe, das ich aussende und das möglich macht, dass ich erlebe, was ich erlebe. Und wenn du schnell heil werden möchtest, wenn du schnell das Schöne erleben möchtest, was du dir vorstellst, dann ist die Herzheilung eine riesengroße Abkürzung. So schau einfach in dieser Woche, welchen Schmerz du in deinem Herzen trägst und lass ihn einfach mit der Kraft und der Frequenz von Bayonada in die Heilung kommen, damit dein Schmerzspeicher Herzchakra rein werden darf von deinen Wunden. Ich habe übrigens kostenlos auf meiner Seite die Seelenschamanin.com unter der Rubrik Alles gratis für dich, das Herzheilungssymbol kostenlos veröffentlicht, mit dem dazugehörigen Channeling und einer kurzen Arbeitsanleitung, falls du das noch nicht kennst. Ja, und um wirklich in dieses Verständnis der Überwindung, der Illusion des Getrenntseins zu kommen, der zu Mangel, zu Schmerz, zu Leid führt, das dabei hilft uns Ayuna, darf unsere Seele vollumfänglich wirklich inkarnieren. Ja, das Bewusstsein unserer Seele, das wir sind, dieses all-eine Bewusstsein, das bedeutet den Zugriff auf alles zu haben, die Antwort auf jede Frage, die Lösung auf jedes Problem und das wirklich ins Leben und in unsere Bewusstheit zu bringen. Dabei unterstützt uns Anina. Ja, Anina ist eben die Bewusstheit, das all-eine Bewusstsein, die Allverbundenheit mit der Quelle, mit der Allwissenheit, die wir, wenn wir Ayuna chanten, eben aktivieren und was dann durch unseren physischen Körper in unser Feld, in jede Zelle unseres Körpers kommt, dort gespeichert wird und gleichzeitig alles, was damit im Widerstand ist, aufzulösen, um es dann unter unseren Fußsohlen in unserem Erdsternchakra zu speichern, damit wir dann, das Erdsternchakra ist sozusagen der Starterblock. Anina ist der Starterblock, das Berufungssiegel, das uns so diesen Push gibt. Geh für deine Berufung, geh für deinen Lebenszweck. Und die Berufung ist mehr oder weniger nichts anderes als unser Licht zu erden, weil deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um zu erkennen, wir sind das Licht. Und das erkennen wir, indem wir den Schatten kennenlernen und uns dann wieder zurückzuerinnern, dass wir das Licht sind. Und wir haben natürlich vieles in unserem Feld gespeichert, was diesem Lichtbewusstsein und dieser Lichtkraft entgegensteht, wenn wir in anderen Leben eben genau mit dieser Erdung unseres Lichtes
schlechte Erfahrungen gemacht hatten, Hexenverbrennung, oder wir waren eben erfolgreich in unserer Mission, wie wir unser Licht zum Ausdruck gebracht haben, als reicher Kaufmann oder als König oder vielleicht als liebende Mutter, als was auch immer. Und wir haben einfach getan, was unser Herz wollte, unseren göttlichen Plan gelebt bei Junada und sind deswegen zu Tode gekommen, gefoltert worden oder haben auch was auch immer erlebt, was wir in unseren Zellen gespeichert haben, wenn wir die Weisheit unserer Seele, unsere höchste Wahrheit zum Ausdruck gebracht haben. Und genau diesen Schmerz, diese Negativprogrammierung, die wir in unseren spirituellen Körpern gespeichert haben und als Abkürzung aber natürlich auch in unserem Herzchakra oder gesammelt nochmal in unserem Herzchakra, hilft uns wiederum, Anina aufzulösen. Ja, und es geht darum, wir haben gerade unser Ibiza-Retreat abgeschlossen, eine wunderbare Göttinnengemeinschaft haben wir wirklich gefeiert. Und da ist in mir dieser Satz entstanden im Zusammenhang mit Anina. Wir haben auch mit den Siegeln gearbeitet. Wir laden, wenn wir Anina chanten, oder wir committen uns, wenn wir Anina chanten. Wir treffen die Entscheidung, wer das möchte, dass wir von nun an aus der Bewusstheit unserer Seele heraus leben. Das bedeutet denken, handeln, fühlen, agieren und nicht mehr auf der Basis unserer Unbewusstheit, sprich unserer unerlösten Schmerzprogramme. Und Anina hilft uns eben, in diese Bewusstheit zu kommen, in dieses Erinnern zu kommen, weil wir laufen eben zum Großteil unseres Tages unbewusst durch die Gegend. Irgendjemand drückt einen Knopf und wir handeln dann unbewusst, ja. Wir reagieren, aber wir agieren nicht aus der Weisheit unserer Seele heraus, die es eben besser weiß, die dann weiß, die einfach dann in dem Moment sagt: Moment mal ganz kurz, worum geht's hier eigentlich? Was fühle ich? Warum triggert mich das? Womit hat es zu tun? Weil diese Triggerpunkte, ob das Nachrichten sind, ob das andere Menschen sind, ob das jetzt irgendwie ein Kühlschrank ist, der vereist, eine Waschmaschine, die überläuft, alles Geschichten, die ich mir jetzt in den letzten Tagen angehört habe, eine Mutter, die das Verhalten ihres 14-jährigen Sohnes rechtfertigt und Erklärungen sucht und so weiter und so fort. Das sind alles Erlebnisse. Alles Erlebnisse, die uns einladen, tiefer hinzuschauen, worum es wirklich geht. Und wenn wir uns diesen Moment nehmen, dann sind wir in der Bewusstheit unserer Seele. Auch wenn nicht sofort die Antwort da ist, aber wenn ich nur sage: Moment, ich verstehe jetzt gerade überhaupt gar nicht, was das hier soll und was hier abgeht in meinem Leben. Und es nervt mich tierisch und es bringt mich auch völlig aus meinem Rhythmus, aber ich weiß, es hat mir irgendwas zu sagen. Und ich gehe jetzt nicht einfach nur in die Reaktion und hau zurück, argumentiere zurück, diskutiere zurück, weil das ist auch wahnsinnig anstrengend. Und dann geht meine ganze Energie wieder in diese Kiste rein und ich nehme sie aus meinem Feld. Ich halte jetzt mal kurz inne und mache mir einfach nur bewusst, irgendetwas hat mir das zu sagen. Und ich möchte jetzt gern die Antwort wissen. Und wenn die Antwort eben nicht jetzt zu mir kommt, dann öffne ich mich jetzt und entscheide mich bewusst dafür, dass ich weiß, dass es eine Botschaft ist und dass dieser Mensch, diese Aktion einfach nur ein Kapitel im Drehbuch meines Lebens ist, das mir hilft zu wachsen und ich werde es erkennen. Wenn ich jetzt, dann vielleicht später, heute Abend, morgen, wann immer, aber ich entscheide mich jetzt nicht für eine Reaktion, sondern für eine bewusste Handlung. Und wenn das bedeutet, ich atme tief, ich reagiere jetzt nicht oder ich verbinde mich und halte kurz inne, bevor ich eben in diese Reaktion gehe. Ja, und es ist immer besser zu antworten als zu reagieren, weil eine Reaktion ist meistens immer eine Fernsteuerung. Irgendjemand drückt einen Knopf und ich agiere aufgrund meiner Programmierungen, derer ich mir nicht bewusst bin. Und Anina hilft mir immer mehr mit jedem Atemzug und mit jedem Chant in die Bewusstheit meiner Seele zu gelangen und aus der Bewusstheit meiner Seele heraus zu antworten, zu leben, zu handeln, bewusst. Dieses bewusste Sein. Und bewusstes Sein erfordert Bewusstsein darüber, was jetzt gerade abgeht. Und das bedeutet, der Schlüssel dahin, der Weg dahin ist, einen Moment innezuhalten und in den Kontakt mit mir selbst zu kommen, zu mir selbst zurückkehren. Und dann habe ich wirklich den Zugriff auf dieses
wunderbare Wissen, auf die Weisheit meiner Seele, die mich immer in das Erinnern bringt. Und das ist eben Ayuna, die göttliche Einheit, dass ich mit allem verbunden bin. Alles ist mit allem verbunden. Und was bedeutet das? Wir reden immer über Allverbundenheit. Ich bin der Baum, den ich bewundere. Ich bin die Schönheit eines anderen Menschen, den ich bewundere. Ich bin aber genauso der Hass und das Schmerzprogramm eines anderen Menschen, den ich ablehne, den ich verurteile. Alles ist mit allem verbunden. Und wenn mir so etwas begegnet, dann hat es etwas mit mir zu tun. Selbst wenn mich jemand beschuldigt für etwas, was ich niemals getan habe, lohnt es sich innezuhalten. Okay, was möchte mir das sagen? Um vielleicht in einen Moment zu gelangen, an dem ich mich erinnere, wie sehr ich mich oft schon selbst kritisiert, verdammt habe, um dann zu erkennen, dass ich aus meiner Wahrheit heraus lebe, wie integer, wie authentisch ich bin. Vielleicht hilft mir ein anderer Mensch durch seine Anklage, durch seine Beschuldigung, indem ich innehalte und einfach mich frage, was möchte mir das sagen, in meine Würde zurückzukommen. Das ist mir mal passiert, als mich jemand fürchterlich in einer Wut als Lügnerin beschimpft hat, wo ich gedacht habe, Moment mal, schauen, okay, ich habe bestimmt schon gelogen in meinem Leben, ich war nicht immer ehrlich, aber irgendwann wurde mir durch diese Anklage bewusst, wenn jemand für seine Wahrheit geht und für seine Wahrheit wirklich springt, no matter ob es um Geld geht oder was auch immer. Ich habe mich noch nie hinter meinem Kind versteckt, hinter Geld, hinter irgendwas, wenn eine Situation für mich nicht mehr stimmig war und nicht mehr meiner Wahrheit entsprochen hat, bin ich gegangen. Das habe ich durch diese Anklage, die mich zuerst verletzen wollte, so sehr verinnerlicht und habe so eine Hochachtung und so einen Respekt und so eine Liebe und auch eine Würde für mich selbst entwickelt. Das wäre mir anders gar nicht bewusst geworden. Und das ist eben dieses, alles ist mit allem verbunden. Und das Schöne ist, wenn wir dahin gelangen, dann haben wir diesen Frieden, ja, der ja immer in uns beginnt. Und wenn mir Unfrieden begegnet und ich mich in Unfrieden fühle, dann ist der einzige Ansatz, wieder in Frieden zu kommen, diesen Frieden in mir herzustellen. Es gibt nur diesen einen Frieden und es gibt nur diese eine Liebe. Und wenn wir verstehen, welche Kraft das hat, was es bedeutet, all eins sein, das alles, was ist, ja, mit dem verbunden zu sein, das zu sein und mich aus dem herauszulösen, um mich zurückzuerinnern und wieder zu dem zu werden, dann habe ich, egal was in meinem Leben geschieht, egal was in der Welt geschieht, immer diese Schöpfermacht, meinen Teil zu diesem Frieden beizutragen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, die sie schon längst ist. Schau in die Natur. Wir haben eine Woche die Schönheit von Ibiza erfahren. Ja, in jedem Atemzug war uns klar, diese Schönheit ist nicht veränderbar durch irgendwelche Regeln, die uns auferlegt werden, durch irgendwelche Menschen, die uns gerade verletzen. Die Natur macht immer weiter. Ja, sie ist immer in dieser Bewusstheit. Deswegen entspannen wir auch so sehr, wenn wir wirklich in Verbindung mit der Natur sind, weil es da eben diese Wertung nicht gibt, weil die Natur eben keine Nachrichten hört und so weiter und sich auch keine blöden Geschichten anhört von irgendwelchen Menschen. Und ein Baum beschimpft eben nicht den anderen Baum, weil er weiß, wer er ist. Ja, ist für ihn völlige Zeitverschwendung. Und diese Verbindung, diese Einheit mit dem Baum, diese Weisheit mit dem Baum, ja, diese Kraft des Felsens, ja, das kühle, reinigende, aber auch die Energie des Wassers, all das ist in uns, ja, all das ist in uns und wir können und dürfen uns immer und zu jeder Zeit mit diesem All-Eins-Sein verbinden, auch wenn wir es nicht fühlen. Und wir haben eben auch dieses wundervolle Mantra täglich praktiziert auf unserem Ibiza-Retreat, Aye, Escher Aye von den Essenern. Das bedeutet einfach, der oder die ich war, bin ich nicht mehr. Der oder die ich bin, werde ich sein. Ja, das heißt, du kannst nichts werden, was du bist. Halte inne und erkenne das. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, ich nenne es einfach mal Heilung zurück in die Einheit. Das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren, indem wir gemeinsam die Trilogie der Siegel chanten. Om Vayu Nada,
Ich wünsche dir jetzt eine so segensreiche Woche der Herzheilung, der Entscheidung vielleicht aus der Bewusstheit deiner Seele herauszuleben, um immerwährend verbunden zu sein oder möglichst viel Prozent von der Zeit deines Tages in dem Bewusstsein, dass du mit allem verbunden bist und dass die Antwort auf jede Frage und die Lösung auf jedes Problem schon längst besteht, bevor du dir überhaupt über das Problem oder die Frage bewusst bist. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Namaste. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.